Hallo und herzlich willkommen. Es kommt was ganz Spannendes zu. Overgrowth heißt es. Frei übersetzt ist das wahrscheinlich sowas wie Übergröße oder sowas. Keine Ahnung. Oder besonders groß gewachsen. Don't know. So. Genau, darum geht es. Was es ist, finden wir raus. Es sah auf jeden Fall schon mal ein bisschen interessant aus. So, aus dem Jahr 2017. Es läuft hier im Fullscreen und wir stellen hier schon mal so ein bisschen was fest, was auch eher untypisch ist, wenn man hier oben so eine Menüzeile hat, ne? So New Level, Open Level, Settings. Ja, das kennt man eigentlich so ein bisschen eher nicht so von Spielen. Deswegen gucken wir, was passiert. Also ich habe gelesen, teilweise Controller-Unterstützung. Und deswegen probieren wir das auch einfach mal aus. Also ich gehe mal hier auf Play und wir haben jetzt hier verschiedene Schwierigkeitsgrade. Fight like a Ninja Rabbit. Okay, also das ist, glaube ich, dann Casual. Gucken, was passiert hier. Da unten ändert sich aber gar nichts, gell? Irgendwie. Ich will jetzt trotzdem mal kurz zurückgehen. Ich gehe mal davon aus, dass es keine deutsche Übersetzung gibt. So, okay, dann machen wir einfach mal hier Casual und wir sagen einfach mal hier Continue. Und hier sehen wir, offensichtlich gibt es verschiedene Stories. Wählen wir mal eine aus und dann haben wir hier verschiedene Level und wir fangen vorne an. So, wir spielen, glaube ich, irgendwie einen großen Hasen. So einen Kung-Fu-Hasen spielen wir. Und ich bin sehr gespannt, wie sich's anfühlt. So, Any Key. To continue, start to skip. Das sieht aber doch schon mal ganz hübsch aus, oder? Okay, es ist Englisch. Es gibt keine Sprachausgabe. Jetzt weiß ich auch nicht, wie Sprachausgabe vom Hasen aussieht, aber er hat schon immer ein bisschen schön, wenn die reden. Ne? Das trägt halt zur Atmosphäre bei. Aber ich würde mal unterstellen, möglicherweise ist es auch eher so ein Budget-Titel. Da muss man natürlich auch mal ein bisschen Kosten sparen. Okay, so, jetzt können wir uns umgucken. Und sieh da, wir sind ein großer Hase. Der eigentlich auch ganz nett aussieht, oder? Der sieht auch irgendwie ganz cool gemacht aus. So, und mit dem linken Stick können wir jetzt hier durch die Gegend laufen. Und jetzt können wir wahrscheinlich Right Shoulder to Jump. Das ist zumindest mal eine ungewöhnliche Belegung. Macht aber nichts. Oha, der springt aber mal so richtig hier. Das ist mal ein Hase, oder? Wenn man gedrückt hält, springt der mal so richtig hoch. So, dann kann man also höher springen. So, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Ah ja, Rabbits can jump far, very far. Na, dann machen wir das mal. Oh ja. Stimmt, Hasen können wirklich ziemlich weit springen. Oha, was geht denn da ab? Gehen wir doch mal hin. Okay, die wollen mich anscheinend jetzt hier irgendwie. Boah. Da ist jetzt nicht mit gerechnet, dass ich dir so einen Pelz gebe.
Okay, High Distance. Ist er so verzweifelt, dass er hier einfach direkt mal runtergesprungen ist? Also, wir können... Achso, aber jetzt können wir gar nichts, weil der Gegner weg ist, ne? Muss ich jetzt hier mit runterspringen? Okay, so, jetzt ist die große Frage, wie kommen wir jetzt wieder hier hoch, ne? Ah, er kraxelt. Der ist aber auch ganz schön animiert, muss man mal sagen, ne? Kann ich eigentlich hier lustige Sachen machen? Oh, da ist jemand mit einem Fragezeichen. Da gehen wir doch direkt mal hin. Okay, also normalerweise klauen die nur und diesmal wollten sie ein bisschen mehr. Hier kann ich doch bis Karotten ernten, oder? Wollen wir mit dem auch gerade mal quatschen? Das ist jetzt irgendwie eine weiße Fahne. Das heißt, das Dorf verkündet dann direkt schon irgendwie, oh, ich will eigentlich nicht kämpfen. So, der kraxelt jetzt mal hier hoch. So, hold left shoulder and move to sneak and hold left trigger to grab and shock. Okay, dann machen wir das mal. Oha! Der verteidigt sich jetzt wenigstens auch mal ein bisschen, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob ich mich irgendwie verteidigen kann. Was war das denn jetzt? Hat er mich jetzt getroffen oder was? Komm, du bleibst hier schön auf dem Boden liegen. Was soll ich jetzt sagen? Das Kämpfen fühlt sich irgendwie gewöhnungsbedürftig an. Und irgendwie habe ich noch nicht verstanden, wie ich wirklich die Kampfrichtung so wechseln kann. Ein Ausrufezeichen. Okay, jetzt habe ich also meine Sachen hier abgelegt und jetzt besuche ich mal die Banditen. So, und schon will er sich mit mir anlegen hier. Was will er denn hier? Hold down, left trigger... Right before getting hit to throw. Left trigger, okay. Ah, verstehe. Wenn ich ihn festhalte, dann... Oh, da habe ich ihn, habt ihr gesehen, habe ich ihn auf dem Kopf, habe ich ihn gedreht. So, ist der jetzt hier... Komm, steh auf. Steh auf. Kannst du noch? Bist du fertig oder was? Kannst du nicht mehr. Oha, aber er hat mich auch ganz gut erwischt hier. Kann ich dem irgendwas klauen? Nee, kann ich nicht. Okay, das heißt weiterlaufen. Ich frage mich, warum verweigert man sich diesen A, B, X und Y-Tasten so sehr? Ich hätte es so erwartet, ne? So springen mit A und so kann man bestimmt auch alles umbelegen, aber...
Jetzt schleichen wir uns doch erstmal hier ran, oder? Und gucken mal, ob wir hier einen zumindest. Oh Mann, ey, hier. Guck mal, was sehen wir mit meinen Hasenkollegen gemacht haben, diese fiesen Hasen. So, Nummer 1. Nummer 2. Ja, hier geht's ja Schlag auf Schlag, ne? Jetzt geht's hier direkt irgendwie wieder weiter. Mit diesem Kung-Fu-Hasen. Die Sprunganimation ist jetzt ein bisschen schade, dass die fehlt, oder? Weil der fliegt einfach mehr oder weniger in die Luft. Press left shoulder while running or jumping. Roll. Okay, also wenn ich springe und mach das, dann mache ich solche Kunststückchen hier. Cool. Ja, tapferer Kollege. Dann laufen wir doch mal weiter. Hier schon mal so ein bisschen mein Eindruck, ne? Also ich finde die Grafik ist schon irgendwie ganz cool. Also hier so die Bäume, die Berge und so sind ja ganz nett gemacht. Ich finde auch den Hasen total cool. Der ist auch gut animiert. Ausnahme ist jetzt hier so diese Sprunganimation. Die sieht so ein bisschen... Der springt irgendwie nicht, der fliegt, ne? Also wisst ihr, wie ich meine? Da hätte ich mir so ein bisschen mehr in die Knie und raus da gewünscht. Oha, hier gibt es aber Knatsch. So, jetzt habe ich erstmal. Muss ich jetzt hier mal. Hier so ein paar Roundkicks verteilen, irgendwie. Okay, der ist platt. Was ist das jetzt, oder was? Schon auch ein bisschen funny. Also, das Spielen jetzt. Er ist auch, das gefällt mir einfach nicht lange Taktik, Strategie, egal, einfach rein. Ah ja, jetzt kann ich mein Messer hier ausrüsten. Okay, mit X kann ich es werfen. So, und jetzt genug der Hambelei. Jetzt können wir einfach direkt mal reinmarschieren und die Gegner hier platt machen. Aber den kann ich doch hier von hinten schon mal ein bisschen abrippen, oder? Schleichen wir uns hier mal ran. Warum das denn jetzt? Hallo? Ah, vielleicht nur zu voll genommen, ne?
Und da lag der nächste. Komm, und dich mache ich auch noch platt. So, sag ich doch. So, das Messer könnte ich also auch werfen. Hast du jetzt davon? So, gerade nochmal in die Magengrube. Kann ich mir das Messer auch wieder... Okay, Messer kann ich mir auch wieder nehmen. Ja, jetzt kommt hier der Oberboss, oder was? Ich verstehe. Okay, das war jetzt, glaube ich, da hätte ich wahrscheinlich eher dodgen müssen, oder? Dodge enemy attacks by suddenly moving away, then hold left trigger. Okay. Ach, left trigger. Hahaha, jetzt habe ich zwei Messer. Die Left Trigger, nicht irgendwas anderes. Tja, hast davon. Oha, irgendwas dazwischen. Okay, da ist also jetzt da, wo sie die ganzen Sklaven hinschleppen. Das sah aber jetzt ungeschickt aus. Ich wollte erstmal hier beim Wasserfall gucken. Ihr wisst ja, ich habe so ein leichtes Faible dafür, mir Wasser in Spielen anzugucken, wie gut das aussieht. Hallo? Ich wollte hier nicht runterlaufen. Also das Wasser sieht jetzt nicht so mega aus, ne? Aber hier ist es drauf. Oh, da steht ein Gegner. Mit dem müssen wir uns bestimmt messen. Dann laufen wir doch mal hin und sagen mal freundlich Hallo. Was geht jetzt hier ab? Das ist jetzt eine Maus oder was? Ah ja, eine Ratte. Okay. Jetzt muss ich hier irgendwie rüber oder was? Ah, okay. So, das Gequatschen hatten wir ja schon alles. Ja, komm. Ich muss mal hier jetzt zur Chefin. Ist natürlich auch eine gute Verteidigungsstrategie für so Hasen, ne? Dass man einfach weit springen muss. Da kann doch außer Hasen kein Mensch. Oder kein anderes Tier. Die Musikuntermalung ist auch tendenziell eher so minimalistisch, würde ich mal sagen. Aber okay. Es nervt auch nicht. Also es ist okay. Kann man eigentlich nicht hier irgendwie mal
irgendwas auszuwuppen. Ich habe auch gar keine Lebensbalken-Dings-Anzeige oder so, ne? Vielleicht muss ich jetzt hier wieder so einen mega Hasensprung machen. Upsala. Ja, wie komme ich denn jetzt da hoch? So nicht. Ah, hier komme ich doch gewiss nach oben und kann dann so ein bisschen... Da kann ich bestimmt klettern. Guck mal, da ist so gequatzt an der Wand. Okay, right shoulder. Okay, dann kann ich hier so einen Wall Run machen und dann kann ich hier springen. So funktioniert das. Upsa. Dann machen wir hier einen Wall Run und dann... Ah, verflixt. Okay, da bin ich anscheinend ein bisschen tief. Warum bin ich denn da jetzt schon wieder runtergefallen? Jetzt muss ich aber mal sagen, also die Stelle, wo ich da runterfalle, ne, die ist schon... Das hört sich schon echt fies an. Da hört man Knochen brechen. Und jetzt? Was jetzt? Mir das jetzt überhaupt irgendwas gebracht hier? Ich bin verunsichert. Ach, guck mal da. Ah, jetzt muss ich hier hochlaufen und die Knochen brechen. Oder? Das klingt doch schon ziemlich fies. Okay, er ist aber relativ fair, was so Speicherpunkte betrifft. Was ist das denn? Was war denn das für eine Kamikaze-Aktion? Okay, das ging ja gerade nochmal gut. Was mich jetzt so ein bisschen verblüfft, ist hier die Sache, was will er von mir? Ich muss hier irgendwie nach oben, oder? Ach, guck mal. Ich kann da die Wand hochlaufen. Der hört sich so fies an. So, jetzt kann ich hier die Wand hochlaufen. Ich kann jetzt hier die Wand hochlaufen. Also hier laufe ich jetzt die Wand hoch und dann springe ich mal hier wieder. Oh, das war knapp. Sag mal, wie komme ich denn da rüber? Ja, was machst du denn da? Hampel doch nicht so rum hier. Oh, das war ja gar nichts. Das war ja gar nichts. So, muss ich das jetzt hier vielleicht gedrückt halten? Ah, jetzt sind. Das ist schon alles nicht so ohne hier hoch zu klettern. Aber jetzt bin ich doch oben, oder? Also mir ist ja aber auch niemand. Ist da jemand? Mal hinlaufen. Kollege? Was ist denn mit dir los? Oh! Ja, wer war das denn? Na komm hoch, trau dich. Ja? Na komm, ich komm runter. Dann zeige ich dir erstmal hier, was, wie das hier abgeht, genau. So, haben wir geklärt, ne? So, weiter geht's. Komm, wo ist der Nächste? Jetzt kommen sie gleich zu zweit, oder was? So cool, wie der die da weg wird. Zack, erstmal über die Schulter geworfen, weg mit dir. Na komm, stehst du nochmal auf? Nee, ne? Da. So, Kollege, was machst du hier? Du arbeitest einfach nur ein bisschen.
Okay, die armen Hasen müssen hier einfach so ein bisschen arbeiten. Und ich muss wahrscheinlich jetzt hier irgendwie in diese Festung mal reinmarschieren. Und mal nach oben laufen. Ah, hier, Stonefist. Erstmal den Gegner beleidigen. Right Trigger in Air. Jump Kick. Das wissen wir ja schon. Okay, der ist jetzt aber hier irgendwie. Doch, den kann ich auch. Doch, hast du jetzt davon? Hast du jetzt davon? Genau, da jaulst du, du Hund. Ach, ist er platt oder was? Ja, sucht ja nur nach Frieden, ne? Okay, dann gehen wir wohl doch mit, oder was? Neuer Hund. Okay, so, jetzt geht's ans Gemüse. Habe ich dir das Schwertchen weggenommen, ne? Jetzt kommen sie aber hier gleich irgendwie massiv irgendwie um die Ecke. Oh nein, jetzt hat er das Schwert. Aber irgendwie ohne Schwert geht es doch gleich viel besser, habe ich so einen Eindruck. Oh nein, das war aber ein falscher Eindruck. Ja, kommt. So, wir schleichen uns jetzt erstmal hier hin und dann holen wir uns erstmal das Schwert, ne? Das war doch vom Ansatz her schon mal ein ganz guter Plan. So, und dann hauen wir erst schon mal auf den Hund drauf. Ha! Ja, mit dem Schwert geht das aber mal ganz schön geschmeidig. So, wen haben wir denn hier als nächstes? Wer ist denn das nächste Opfer? So. Hast du davon, ne? Oha, Kollege Hase hat jetzt aber Lunte gerochen, dass hier irgendwas im Argen liegt. Eieiei, das Schwert gefällt mir aber. Gut, da wird wieder ein bisschen gequatscht.
Kollege, hast du davon? Leg dich nicht mit dem Hasen an. So, jetzt gehen wir zum Schiff oder was? Ja, das sind mal Erziehungsmaßnahmen, ne? Beine brechen und über Bord werfen. Okay, wir wollen zum Schiff gehen und nicht alle umbringen. Ich finde das ein bisschen schade, dass hier mein Schwert weg ist. Das war doch fein, das Schwert. Wieso ist es denn jetzt weg? So, den erstmal runterknüppeln. So, wir wollen zum Schiff, ne? Das ist der eigentliche Auftrag hier. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie zum Schiff kommen. Ach so, ich habe springen vergessen. So was springen. Na, kommt schon, Leute. So, Thema erledigt. Ach, da kommt noch einer. Na komm, trau dich. Komm, komm. Trau dich. Ach, für was brauchen wir ein Messer oder ein Schwert? Das kriegen wir auch so hin. Zack, bumm. Einfach kräftig drauf, wenn sie am Boden liegen. Oha, hier ist natürlich jetzt. Hier haben wir es natürlich jetzt wieder mit so einem schwer bewaffneten zu tun. Naja, oder auch nicht. Konnte ich nicht irgendwie was aufheben, wenn ich was. Ah, konnte ich, genau. So. Dann gehen wir jetzt mal zum Schiff, oder? Welcher Hase kommt uns hier entgegen? Ja, das war geplant. Okay, jetzt muss ich natürlich hier diese Murkse von vorne machen. Aber hier kann ich doch jetzt hier. So, erstmal zusammendreschen. So wird doch gesprungen. So, jetzt laufen wir mal rüber. Jetzt springen wir mal wieder. Hat ja gut geklappt. Jetzt springen wir und knocken erstmal hier die beiden mal komplett aus. Oh, das hat aber eben besser geklappt. Aber jetzt haben wir sie. Wieso steht denn da auf einmal einer? Der stand auch eben nicht da. Das war ja clever. Oh nein! Ach so, aber jetzt darf ich hier weitermachen, oder was? Warum auch immer. Aber wo bin ich denn jetzt überhaupt? Na, vielleicht muss ich ja hier gar nicht so einen Stress machen. Vielleicht kann ich auch einfach
mich hier so ein bisschen zum Beispiel vorbeischleichen, ne? Was war das denn alles in der Welt? Oh nein! Also für den Typen mit dem Schwert muss man ein bisschen aufpassen. Da macht einer Dehnübung. Okay. Das war jetzt. Ich wollte den eigentlich in der Luft treten, ne? Ich hoffe, das habt ihr euch gedacht. Ich wollte nicht einfach mich neben den legen. So, aber hier diesen. Den Kollegen, vor dem habe ich ein bisschen Schiss. Den muss ich hier aber mal ganz geschmeidig jetzt hier niedermachen. Und mal hier das Schwert nehmen und dann. Das probieren wir aber nochmal. Okay, jetzt sah ein bisschen albern aus, ich gebe es zu. Lebe ich eigentlich noch? Ach du meine Güte, ich lebe noch. Ach, ich hätte es noch schaffen können. Ah. Okay, Hasen können nicht schwimmen. Ich hätte aber noch an Land laufen können. Ich habe es halt einfach nur verpennt, ne? Komm, das probieren wir jetzt nochmal. Ha! Der hat gesessen, oder? So, hier Kollege Schwertschwinger. Den machen wir jetzt... Knocken wir jetzt langsam aus. So. Wir nehmen uns ein Schwert. Und wir sammeln hier die Hasen runter. Da. Wisst ihr Bescheid, ne? So geht das. So, und jetzt? Ach, guck mal, hier ist so ein kleines Beiboot. Vielleicht kann ich mit einem kleinen Beiboot jetzt zum Schiff plätschern. Oder ich springe. Das kann natürlich auch sein, ne? Wahrscheinlich muss ich springen. Bin ja ein Hase, ich muss springen. Oh nein. Puh. Ich dachte schon. So, jetzt laufen wir hier mal den Steg entlang. Und hier auf das Brett. Und springen. So, und machen jetzt hier erstmal die Mannschaft platt. Zack. Oh, das Schwert ist schon eine coole Sache eigentlich, ne? So, und jetzt? So, da ist noch einer. Ist das Schiff jetzt eigentlich befreit hier? Können jetzt meine Kumpels kommen? Ach nee, da kommt noch einer. Den Knopf gedrückt, ey. Kann ich eigentlich jetzt hier auch noch dieses Schwert nehmen? Das sieht doch irgendwie cooler aus. Ah. Jetzt haben wir eine Katze. Das ist also Silber. Also Controllersteuerung funktioniert aber einwandfrei. Damit hat die Katze nicht gerechnet, oder? Okay, dann fahre ich wohl doch mit denen. Trägt der Hase da Hotpants oder was?
Guck mal, jetzt habe ich nicht mehr dieses Messerchen, jetzt habe ich auch ein richtiges Schwert. Und jetzt kommt hier wahrscheinlich so eine Jump-in-Run-Einlage. Auch guck mal, hier frieren alle die Armen. Jetzt muss ich wahrscheinlich doch hier mal so rüber hobbeln, oder? Ist aber rutschig hier. Oha. So, und jetzt am besten hier hoch, ne? Und dann hier hoch. Und dann schaffen wir es auch da hoch. Dann kommt bestimmt der hier. Warte noch so. Jetzt kann es eigentlich doch nur hier weitergehen, oder? Oha, und jetzt? Muss ich jetzt darüber? Wahrscheinlich, ne? Na dann mal, hopps. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das war ja nix. Aber wo muss ich denn dann hin? Also erst hier schon mal rüber. Das war, glaube ich, soweit schon mal richtig. So. Das war schon mal richtig, glaube ich. Jetzt muss ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwie darüber muss. Vielleicht muss ich erstmal hier auf diesen Fels springen. Und dann kann ich vielleicht hier irgendwie so rumlaufen. Ja, guck mal, da kann ich jetzt hochklettern. So funktioniert das. Und wieder sind wir etwas ratlos, wo wir jetzt eigentlich mal. Wie geht es denn jetzt weiter hier? Muss ich da oben auf den? Kann ich hier irgendwie hochlaufen? Nee, auch nicht, ne? Und warum ist das grün? Ja, ne? Jetzt bin ich schon mal hier oben und weiß gar nicht so richtig, wie ich hier weiterkomme. Vielleicht hier rüber, oder? Das sieht doch so wie Quatsch aus. Stimmt, geht's dann hier weiter. Und jetzt bläst der Wind ganz schön kalt. Aber wie geht's jetzt weiter? Mal wieder die Frage, ne? Oh nein, 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 nein. Da war wieder dieses fiese Geräusch. Okay, das war jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber es hat funktioniert. Hier kommt wahrscheinlich jetzt wieder so Lauf an der Wand lang Passage, oder? Bestimmt, das ist so eine Lauf an der Wand lang. Eieiei. So, wir laufen hier an der Wand lang. Okay, das war jetzt nix. Da habe ich jetzt zu früh losgelassen, oder was? Den Trigger? Wahrscheinlich schon. Also, mal kurz drücken und dann gedrückt halten. Das war auch nix. Wahrscheinlich muss ich ja nochmal drücken, um darüber zu springen. Ja. Das ist schon, sind schon ganz fiese Knochenbrüche. Ja, warum bist du denn jetzt da wieder weggesprungen, ey? Jui, ab ins kalte Wasser. Oh, das war jetzt aber. Da bin ich hier so ein bisschen abgeprallt von der Wand. So, wir laufen jetzt einfach mal. Ich muss doch wahrscheinlich darüber springen, oder? Ich denke mal, ich muss darüber springen.
Hä? Also wahrscheinlich. Nein, 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 nein. So, nein, nein, nein. Ah. Okay, komm. Das ging ja gerade noch mal gut. Kletter mal hier hoch. So, jetzt aber lauf doch einfach mal die Wand lang, bitte. Das hat doch eben die ganze. Was mache ich hier? Was um alles der Welt mache ich hier? So, komm, jetzt aber. Jetzt aber noch mal hier. Wieso will er denn jetzt nicht mehr an der Wand lang laufen? Also mir ist es gerade echt schleierhaft. Na okay, das war jetzt überhaupt nichts. Das Gute ist, man scheint hier unendlich viele Versuche zu haben. Meint ihr, das probiere ich jetzt nur 15 Minuten lang aus? Ich will da jetzt schon irgendwie rüberkommen. Ach, vielleicht bin ich auch auf einem völlig falschen Dampfer und ich muss da gar nicht rüber. Doch, das sieht schon so aus, als müsste ich da rüber. Ich weiß gerade nicht so richtig, was ich falsch mache. So, nochmal und nochmal. Ah, so könnte es ja fast. Das könnte ja fast ein Ansatz sein, oder? So nicht. So, also jetzt hier hochspringen. Das war wieder nix. Aber der hat mittlerweile, glaube ich, wirklich jede Rippe gebrochen, der arme Hase. Ha, jetzt bin ich doch schon mal hier. Das ist doch schon mal. Na, das ist doch schon mal gut. Jetzt kann ich doch bestimmt auch hier rüber springen. Na, wer sagt's denn? So. Und jetzt nach oben, oder? Aber wo denn nach oben? Ich muss doch hier irgendwie hochkommen, oder? Da oben geht es doch irgendwie weiter. Aber ich kann da nicht hinspringen. Vielleicht brauche ich mehr Anlauf. Aber doch hier, hier sind doch irgendwie so Hasenquatschspuren. Ah, jetzt nicht. Sehr gut. Weiter geht's. Ist das jetzt hier so eine ich spring links, ich spring rechts Geschichte? Nicht ganz. Na, 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 na. So, komm hoch mit dir. Oh, prima, klappt doch. Ganz schön sportliche Hase. Ja, jetzt wird es, glaube ich, aber wieder so ein bisschen hagelig. Jetzt muss ich doch wahrscheinlich da an die Wand springen, irgendwie. An der Wand langlaufen und dann darüber springen. Na, so nicht. Ich muss schon irgendwie an diese grüne Wand. Ne, das war auch nix. Und wieder die Haxen gebrochen. Ich springe irgendwie an dieser grünen Wand vorbei immer, ne? Nee, ich prall da echt irgendwie voll ab. Das wäre fast die Überlegung, ob ich direkt darüber springen kann, ne? Na komm, einmal. Oh nee, direkt drüber springen geht auch nicht. Nicht, dass ich es geplant hätte, das war jetzt eher so ein zufälliger Versuch. Ich verstehe das nicht. Ich prall da echt immer voll ab. Da seht ihr das? Ich prall gegen diesen Felsen und dann kriege ich das Grüne nicht zu fassen. Was war das denn? Jetzt bin ich versehentlich runtergefallen. Weil ich den falschen Knopf gedrückt habe.
So. Ah, fast, oder? Meine Güte. Voll aufs Kreuz hier. Ihr merkt, man muss bei dem Spiel schon durchaus ein bisschen dumpf einfach mal weiter probieren. Das sah doch jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gegen diesen Felsen geprallt bin. Mann, oh. Ich will da rüberkommen. Ich würde gerne wissen, wie es hier weitergeht. Und da bin ich wieder abgeprallt, ne? Irgendwie prallt er halt immer ab. Da waren hier sogar die Ohren gebrochen. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Ey, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, da nutzt Springen nichts, wenn ich in der Luft hänge. Ich muss da schon springen, bevor ich irgendwie ins Bodenlose falle. Da nutzt mir halt auch das beste Schwert nichts bei der Aktion hier, ne? Darf ich den Knopf eigentlich nicht loslassen, oder? Sie wieder so ganz komische Sachen machen. Ne, das war jetzt auch ganz schön dämlich. Oh, 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 oh. Das war's doch fast. Das war's doch fast. Aber wie habe ich denn das geschafft? Der ist da irgendwie gegen die Wand gesprungen und hat sich dann quasi von der Wand nochmal abgestoßen. Nee, da dachte ich eigentlich, hätte ich das gleiche gemacht wie eben. Aber war nicht. Also ich springe gegen die Wand und dann springe ich. Nochmal, ich springe gegen die Wand und von der Wand springe ich gegen die andere Wand. Na, wer sagt's denn? Das ist doch eine gute Sache jetzt gewesen hier. Oha. Oha. Pass auf, Hase. Du fällst doch hier gerade wieder und brichst dir sämtliche Knochen. Darüber muss ich springen, glaube ich. Also immer den Hasenkratzern hinterher. Oh wow, jetzt bin ich hier oben. Da ist ein Wolf. Another Hop Hop. Wo ist er denn jetzt? Hier, der Wolf. Da kommt er. Oha, der haut natürlich rein, der Wolf, ne? Guckt euch das an. Na komm her, kannst gerade nochmal einen Platz haben. Oha. Ich glaube. Left Shoulder. Okay. Also hier diese Sache mit, ich spring mal in die Luft und dreh dem ein. Das war jetzt auch schon mal so mittel, ne? Also das war jetzt gerade gar nichts. Okay, also die Wölfe, mit denen ist schon mal nicht zu spaßen. Das können wir schon mal festhalten hier. So, jetzt klingelt es an der Tür in diesem entscheidenden Kampf. Ich werde mal kurz weggehen müssen. So, da sind wir zurück und machen nochmal einen Versuch. Ah, das war wieder nix. Das war wieder nix. Ich habe übrigens meinen Kopfhörer vergessen. Tschupp! So, auf geht's. Ich
kann gegen den so richtig nichts machen, habe ich den Eindruck. Außer hier meine fulminante Sprungattacke hat das so richtig noch nicht geklappt. Hä? Moment, da bin ich aber doch rechtzeitig weggerollt. Da, hast du jetzt davon. Hab ich jetzt davon, oder? Ja, der macht ja keine Gefangenen hier. Guck mal, der läuft aber echt weg, der Hermbe. Aber jetzt laufen wir mal ganz schnell hier. So. Oh, habt ihr das gesehen? Der haut mich aus der Luft. Oh nein! Was mache ich gegen den Wolf hier so richtig? Ich habe da so richtig keine Idee, was ich gegen den machen kann, soll, müsste. Außer, dass ich hier auf den Boden falle und einfach tot bin. Oder meine ich, soll mein Schwert nach ihm werfen. Das wäre doch eine Idee. Geht aber auch nicht so ohne weiteres. Ich glaube, ich habe ihn getroffen diesmal. Was wundert denn jetzt? Oha, da ist er. Hahaha. Habe ich ihn platt gemacht? Ist er platt? Ist er platt? Ist er platt? Er ist platt. You killed a wolf. Das hast du fein beobachtet. Der war halt einfach im Weg. Just Woods. Ja, cool, oder? So, jetzt ziehen wir aber gleich mal ein Fazit, aber vielleicht erstmal ins Menü gehen, ne? So, wie kommen wir denn ins Menü? Oha, was ist denn jetzt passiert? Ah, so kommen wir ins Menü. Ach, schaut an hier. Jetzt haben wir hier quasi so unsere Fortschritte, die wir hier so siegen können und erleben quasi so dann hier diese Geschichte. Und die geht anscheinend noch ein bisschen weiter, ne? Und dann gab es ja, wenn ich das richtig gesehen habe, hier noch eine Lugaloo-Story und dann gab es noch Tyrium 2, was auch immer das ist, und Trigger-Story. Scheinbar gab es hier oder gibt es hier noch ein bisschen was zu entdecken. Gut, wir kommen zum Fazit. Ja, man hat dem Spiel, glaube ich, angesehen, das ist jetzt meine Vermutung, ich weiß es nicht, aber dass es wahrscheinlich mit ein bisschen malerem Budget auskommen musste. Die Musik, ich fange ja immer mit der Grafik eigentlich an, ne? Die Grafik fand ich schön gemacht, also auch diese Rundrum-Grafik, das ist jetzt kein AAA-Titel gewesen, aber trotzdem fand ich die Wiese, die Wälder, die Bäume, die Berge, der Schnee, das sah schon echt richtig schön aus. Ganz zu schweigen von dem Hasen, der sieht richtig gut aus. Also der Hase sah richtig gut aus. Es gibt zwar so ein paar Animationsdinge, wie eben bei dem Springen. Das sieht so ein bisschen nicht springig aus. Also es sieht eher so schweben und sowas aus, ne? Aber ansonsten finde ich die Animation top von dem Hasen. Gut, die Soundkulisse ist halt überschaubar, wobei dieses Wunderfallen und dieses Knacken, das finde ich, klingt schon extrem fies und da merkt man, da tut was weh. Die Musik, die reißt einen jetzt nicht vom Sockel, die stört aber auch nicht und die ist
plätschert so vor sich hin und das ist absolut in Ordnung. Vom Spielprinzip her finde ich es eigentlich auch ganz witzig. Die Controllerbelegung ist halt gewöhnungsbedürftig, aber da habe ich doch nicht gelogen, wenn ich gesagt habe, das kann man doch bestimmt umbelegen, oder? Ja, also hier kann man sich die Controllerbelegung da auch passend machen, dass man vielleicht mit A springt oder wie auch immer. Na, ich denke mal, ich habe mich jetzt hier nach unten. So. Ja, also da kann man sich das dann ja passend legen, wie man es gerne hätte. Und das funktioniert dann auch ganz gut. Also auch die Controllersteuerung fand ich jetzt einwandfrei. Also ich habe jetzt Tastatur, Maus überhaupt nicht vermisst. Das ging ziemlich gut. Ich habe es natürlich auf normalen Schwierigkeitsgrad gespielt, glaube ich. Also der irgendwie als normal oder easy. Ich weiß es, ich habe es schon wieder vergessen. Vielleicht später ist es nochmal ein anderes Thema. Aber ich finde, es ist eigentlich ein feines Spiel. Und es ist halt... Ja, ich glaube, es sind halt so ein paar Stellen, wo man halt das fehlende Budget sieht. So keine Sprachausgabe zum Beispiel. Dann könnte es wahrscheinlich hier und da noch so mal ein bisschen Feinschliff vertragen. Manchmal weiß man nicht so genau, was man machen soll oder wohin man gehen soll. Aber eigentlich fühlt es sich auch irgendwie ganz geschmeidig an. Also ich gebe dem 5 Fähnchen. Also wie gesagt, es ist halt jetzt nicht ein AAA-Titel, der irgendwie rausgeschliffen ist bis zum letzten, aber es spielt sich eigentlich rund. Also man kommt mit der Steuerung klar, die Grafik ist gefällig, die Musik ist okay. Ich finde die Geschichte erst auch ganz interessant und die Sachen mit den Hasen finde ich irgendwie ganz lustig, ne? Und die Kampfanimation, also dieser Roundkick, der ist ja schon auch cool gemacht. Also da steckt, glaube ich, auch schon echt ein bisschen Liebe drin in diesem Hasen. Und von daher... Eines Ding. Eines Spiel. Ich weiß jetzt halt jetzt nicht, jetzt muss ich gerade mal wieder spicken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich 20 Euro dafür ausgeben würde. Aber man hat es bestimmt irgendwann mal in einem Sale, wo man es dann günstiger bekommt, dann lohnt sich's. Das ist, glaube ich, mal was Schönes so zwischendurch. Und die Autosaves, die sind ja auch ganz gut gesetzt. Also es gibt da keine so Frustpunkte, dass man dann irgendwo vom Berg runterfällt und dann die ganze Passage nochmal neu machen muss. Das ist eigentlich ganz gut getaktet und von daher finde ich schön. Nettes Spiel. 5 Fähnchen. Ja, stehe ich zu. Genau. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch. Da, nee, das war jetzt falsch, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, setzt den Daumen hoch. Wenn euch der Kanal interessiert oder wenn ihr wissen wollt, was ich sonst noch hier so veranstalte auf diesem Kanal, gerne ein Abo dalassen. Da freue ich mich immer ganz fürchterlich drüber. Und schreibt gerne auch mal die Kommentare, was ihr so denkt. Also im Speziellen natürlich jetzt zu diesem Spiel, was ihr so für einen Eindruck habt, ob ihr es vielleicht auch schon gespielt habt, ob es im späteren Spielverlauf vielleicht noch ein bisschen was dazu beitragen könnt, wie sich das so entwickelt und wie es so ist. Genau, würde mich freuen. Ansonsten macht aber bitte Dinge, die euch Freude bereiten. Bleibt auf jeden Fall gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!